ganz klar die einzelnen Kandidaten mal selbst sprechen zu hören. Wie der Abend wird, sieht man ja dann. Da kommen sich ja Fragen und jeder beantwortet das in seinem Sinne. Und jeder hat ja schon eventuell seinen Kandidaten im Hinterkopf, aber man sollte auch anderen Kandidaten einfach die Chance geben, sich mal vorzustellen und zu sagen, wie sie die Zukunft in Bad Mischenbach gestalten. Dass ich ein umfassendes Bild kriege über die Kandidaten für Bad Mischenbach und dass es für mich eine Entscheidungshilfe ist, wen ich wähle und wen nicht. Sie wählen, also ja, Sie wissen es schon oder nein, Sie wissen es nicht. Wer hat sich schon entschieden? Vielleicht einfach mal die Hand heben zum Test. Sie werden an der Hotelrezeption mit einem Bademantel im Koffer erwischt. Wie reagieren Sie? Sie beenden Sie folgende Sätze. Ich habe eine Chance aufs Bürgermeisteramt, weil die Leute das wollen. Kennen Sie Bad Mischenbach? Wann wurde Bad Mischenbach das erste Mal urkundlich erwähnt? Also mein Nachbar da hinten im Eck wird mich wahrscheinlich beim nächsten Gassigang steinigen, aber ich weiß es nicht. Warum für eine Gemeindeäußerung, die macht man außer, man macht den Ort attraktiv. Anderen Weg sehe ich nicht. Und wie kann man den Ort attraktiv machen? Eins gehört zu meinem Konzept mit dem Ausbau der Heime. Ja. Also tatsächlich ist es in Bad Mischenbach noch nicht so gewesen, dass wir Probleme hatten mit der Wasserversorgung, wie es in anderen umliegenden Gemeinden ist. Da sind wir sehr gut auf einem guten Weg sind. Die Frau Lange hat ja schon einige Dinge skizziert, die teile ich natürlich, aber was für mich jetzt, wenn es um die Zukunft geht, eigentlich aktuell der wichtigste Punkt ist, gerade jetzt eben auch nach Corona, ist eben das Thema Gemeinschaft, Zusammenhalt. Ganz entscheidend ist, dass ich versuchen möchte und auch appelliere, unabhängig, ob Sie mich jetzt wählen oder nicht, nehmen Sie Ihre Sache mehr selber in die Hand. Fordern Sie, warten Sie nicht nur ab. Für alle Bürger zu sein, nicht nur für ein bestimmtes Grüppchen oder für die mit dem dicken Geldbeutel, sondern dass ich für alle Bürger da bin und gehe zu meinen Mitmenschen und unsere Heimat. In meiner Amtszeit konnte ich schon viel für Bad Mischenbach erreichen und bewegen und das will ich die nächsten Jahre weiter fortsetzen. Handeln als Bürgermeisterin ausschließlich zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und für die Gemeinde einsetzen. Ich sehe das Handeln der Bürgermeisterin darin, oder das ist die Hauptaufgabe der Bürgermeisterin darin, die gemeindlichen Gremien oder die politischen Kräfte in Bad Mischenbach zu bündeln, an einen Tisch zu bekommen und gemeinsam das Vorankommen der Gemeinde zu forcieren. Nicht ganz klar, aber es wird wesentlich klarer. Ich werde mich noch ein bisschen weiter informieren und ich denke, dann wird eine Entscheidung fallen.